Wir beginnen heute unsere neue Sendereihe mit dem Thema Schweißen in Zwangslagen. Durch die leicht nach oben geführte Bewegung und das Verweilen an den Seiten entsteht eine flache Raupe. Kerben- und Schlackeneinschlüsse werden so vermieden. Bei falscher Elektrodenführung entsteht eine stark überhöhte Wurzellage. Die Schweißung wurden jetzt mehrere Fehler gemacht. Einmal bei der Wurzellage, einmal bei der Decklage. Bei der Wurzellage wurde nicht, wie es richtig ist, ein kleines offenes Dreieck geschweißt, sondern einfach nur links-rechts mit zu langem Lichtbogen. Dadurch kann man diese Wurzelkante da hinten nicht erfassen, das heißt diese Kante nicht vernünftig aufschmelzen. Bei der Decklage ähnlich, es wurde im Prinzip nur eine kleine kurze Hin- und Herbewegung gemacht, als wenn man eine Wand anstreichen würde. Dadurch hat man eine runde Decklage und links und rechts tiefe Einbrandkerben, keine Ausschmelzung und habe hier überall schlacke Einschlüsse, Kante nicht erfasst, teilweise das Blech überhaupt nicht erfasst. Falsche Handhabung, falsche Ampereinstellung, falsche Elektrodenhaltung zum Beispiel und natürlich nicht zu vergessen die Lichtbogenlänge. Und bei der ersten Lage, bei der Wurzellage, die Elektrode, ich übertreibe jetzt das Ganze mal, in einem offenen Dreieck ziehe. Übertrieben jetzt dargestellt. In Wirklichkeit also ein ganz kurzes, offenes Dreieck. Das wäre dann die Wurzellage.